Hey Leute, hier ist David aus Australien. Wie geht's euch? In diesem Video beantworte ich die Frage, ob ich meinen Sohn, unseren Sohn, zweisprachig aufwachsen lasse. Der Noah hat mich gefragt, wie zieht ihr euer Kind eigentlich von der Sprache her auf? Nur Englisch? Fragezeichen. Unser Sohn Samuel wird zweisprachig aufwachsen oder er wächst zweisprachig auf. Der Hintergrund offensichtlich ist, dass wir davon überzeugt sind, dass es nur von Vorteil ist, wenn man zwei Muttersprachen hat. Wir waren, also meine Frau, mein Sohn und ich waren vor einigen Monaten in Deutschland und sind rumgereist und haben jemanden kennengelernt, der angeblich Sprachen studiert und hat uns noch mal eindringlich darauf hingewiesen, also hat er wirklich darauf gepocht, dass ich mit Samuel ausschließlich Deutsch spreche. Und das ist auch schon die Antwort auf die Frage, wie wir Samuel zweisprachig aufwachsen lassen. Es ist wohl sehr, sehr wichtig, dass von klein auf an das Kind mit so also vielen Sprachen wie möglich aufwächst. Angeblich können Kleinkinder mit drei Sprachen gleichzeitig aufwachsen, werden diese drei Sprachen als Muttersprache sozusagen beherrschen. Aber was wichtig ist, ist, dass sie der Sprache nicht nur ausgesetzt sind, sondern also, ja, dass sie die permanent hören und die Sprache auch sprechen. Das ist wohl sehr wichtig für die, Art und Weise, wie sich die Zunge ausbildet, die Lippen ausbilden etc., wenn es zur Sprache kommt. Ansonsten wäre es wohl kein Problem, dass Kinder sehr, sehr schnell eine zweite, dritte, vierte Sprache lernen. Aber wenn sie damit nicht aufwachsen, dann werden sie immer einen Akzent haben, ja? Weil bestimmte Laute, bestimmte Aussprachen einfach so nicht natürlich buchstäblich über die Lippen gehen. Als Beispiel, viele Australier hier, und das geht wahrscheinlich alle Engländer an oder alle Menschen, die Englisch sprechen als erste Muttersprache und nicht Deutsch als erste Muttersprache haben. Die haben Schwierigkeiten, bestimmte Silben oder ja, Laute auszusprechen. Zum Beispiel das Wort Milch, ja, das CH, dieses Ch. Damit haben zumindest hier die Australier totale Probleme, das auszusprechen. Das ist nur ein Beispiel. Also, unser Kind Samuel wächst zweisprachig auf. Ich spreche ausschließlich mit Samuel Deutsch. Zum Anfang hat sich das ein bisschen merkwürdig gestaltet, weil ich in den ersten 3 Monaten eigentlich mit Samuel immer nur dann Deutsch gesprochen habe, wenn ich mit ihm alleine war. Aber gerade zum Anfang ist man nicht so häufig mit einem Baby alleine. In der Regel ist zumindest immer die Mutter meistens dabei. Und dann habe ich immer Englisch gesprochen, damit meine Frau, Samuels Mutter, auch versteht, was ich sage. Und davon habe ich mich aber sozusagen abgewendet. Und wenn es wichtig ist, dass Angela auch versteht, was ich gerade zu Samuel sage, dann übersetze ich es halt nochmal auf Englisch. Interessanterweise, peu à peu, kriegt Angela schon ein paar Wörter mit. Angela spricht kein Deutsch. Aber vielleicht über die Jahre wird sich das auch weiterentwickeln. Ja, zum Anfang war es ein bisschen merkwürdig für mich, überall Deutsch zu sprechen zu Samuel. Vor allem auch so in der, wenn wir nicht zu Hause sind, ja, also in der Öffentlichkeit sozusagen. Das ist für einige auch immer ein bisschen überraschend, wenn ich dann auf einmal so einfach so Deutsch spreche. Was viele vielleicht nicht so, wie sagt man, vorhergesehen haben. Vorhergesehen haben, damit gerechnet haben, das meinte ich. Ja, also, das im Prinzip beantwortet die Frage hoffentlich, zumindest ist das unsere Herangehensweise. Ich spreche so gut wie es geht, ja, versuche ausschließlich mit Samuel Deutsch zu sprechen. Es ist wohl kein Problem, wenn ich mit anderen Leuten Englisch spreche und Samuel dabei ist. Ja, solange ich ihn nicht selber anspreche, ist es wohl kein Problem, meinte dieser nette Herr, den wir in Münster übrigens getroffen haben. Und der meinte, das ist kein Problem, aber wenn du mit deinem Sohn sprichst, dann sollte das immer Deutsch sein, egal ob da andere Leute dabei sind, ob da ausschließlich Englischsprachige dabei sind oder was auch immer. Das ist ganz, ganz wichtig für die Entwicklung für Samuel. Ja, offensichtlich gibt es auch noch weitere Vorteile, wenn ein Kind mit mehreren Sprachen aufwächst, was die Gehirnentwicklung angeht. Wird man sehen, ob das sich bewahrheitet.
Aber das ist zumindest unser Plan. Ja, ich hoffe, ich habe damit die Frage beantwortet, nur. Und jetzt ist mir das Handy runtergefallen. Und ich probiere hier gerade was anderes aus. Ich habe ja in meinem letzten Video gesagt, dass ich, oder in einem meiner beiden letzten Videos gesagt, dass ich meine Kameraausrüstung verkaufe. Das geht auch alles voran. Die letzten zwei Videos hatte ich mit meinem Handy aufgenommen. Jetzt nehme ich hier dieses Video mit meinem Laptop auf und gucke einfach mal, ob die Qualität vielleicht ein bisschen besser ist. Aber ja, das nur am Rande. Also, ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, wenn ihr mehr von mir hier in Australien hören wollt. Like das Video, wenn es euch geholfen hat. Und ja, stellt mir eure Fragen als Kommentar unten unter diesem Video. Also, dann bis später.